So, Raviolis, und damit wünsche ich euch herzlich willkommen. Ich wünsche euch herzlich willkommen. Best Introduction ever. So, willkommen zurück in Dead Space. Wir sollen jetzt mit der Monorail-Bahn zur Krankenstation fahren, da irgendein Kapitän von dem großen Schiff hier ausfindig machen, der inzwischen wohl tot ist. Und, ja, von ihm die Zugangsdaten für das Schiff hier kriegen. Warum auch immer. Eigentlich ist das Ganze wirklich nur Survival hier. Ich meine, selbst wenn wir dieses Schiff hier übernehmen, würde jeder mit zur Erde zurückfliegen? Ich weiß nicht, ob die Erde überhaupt noch die Heimat der Menschheit ist. Aber wenn man sich das mal überlegt. Okay. Menüs, ja, das ist schön. Und wo ist dieser Shop? Ach so, ja, wo könnte er bloß sein? Gucken wir mal. Wahrscheinlich alles schweineteuer. Ein Plasma-Cutter, den will ich kaufen. Zeitgesteuerten Minen. Coole Sache. Impulsgewehr, Sturmgewehr mit hoher Feuerrate. Inventarslot mit Panzerung erweitern. Ja, das klingt auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ein Energieknoten kostet ernsthaft 10.000? Wir könnten natürlich auch Medipacks verkaufen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wie benutze ich die überhaupt? Die Stasa-Packs, meine ich. Plasma-Energie, Plasma. Achso, das ist Munition. Ja, das ist schön. Und ein Safe. Ich würde fast sagen, wir kaufen uns erstmal den Anzug, oder? Jo. Okay. Es ist eine Umkleidekabine, damit wir ja nicht sehen, wie er aussieht. Wobei, sein Gesicht hätten wir am Anfang wohl sogar sehen können, hätte ich dran gedacht, mich umzudrehen. Als er den Helm ja noch nicht auf hatte. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus. Wir sehen irgendwie so ein bisschen aus wie ein Big Daddy in Schlank, oder? Jupp, sieht auf jeden Fall anders aus. Jetzt kostet das nächste Teil wahrscheinlich schon 50.000 oder so. Achso, gibt's noch nicht mal. Tja, die ganzen Waffen können wir es leider jetzt noch nicht kaufen. Wie viel fehlt uns denn? Ich wäre nämlich fast dafür, dass wir uns das Impulsgewehr vielleicht wenigstens holen. Verkaufen wir einfach einmal Munition und ein kleines Medipack. Das sollte eigentlich schon reichen, ne? Vielleicht sollten wir noch ein paar irgendwie Medipacks in den Safe legen. So, das Impulsgewehr haben wir jetzt immerhin schon mal. Dann packen wir ein kleines Medipack in den Safe. Und den Rest lassen wir erstmal. Ja, das dachte ich mir schon, dass das leer ist. Okay, das ist auf der 3. Und wo ist der Munitionsclip? Tja. Ich weiß es nicht genau. Ist die denn leer? So, da steht's. Nee, ist nicht leer. Wir haben sogar 50 Schuss bekommen, wie es aussieht. Ich weiß auch nicht, wie viel wir extra haben und obwohl es dürfte eigentlich genau die gleiche Munition sein wie die andere auch. Oder auch nicht. Okay. Gut verballert. Alles klar. Hier können wir wohl nichts mehr machen. Da kommen wir nicht durch, wo auch immer es hier hingeht. Was? Monorail Station Halle oder so, glaube ich, ne? Warum auch immer wir dahin gehen wollen sollten. Ach, hier haben wir auch noch eine Werkbank. Haben wir denn überhaupt irgendwas, einen neuen Knoten gefunden? Ich glaube nicht, ne? Nope. Gut, können wir gleich wieder gehen. So. Aktivieren. Ausrüstung aufrüsten. Ich dachte erst Aufrüstung ausrüsten. Haha. Man steuert diese Dinger selbst, indem man drauf drückt.
Na gut. Kapitel 1. Neuzugänge abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung übrigens, wie lang dieses Spiel ist. Vielleicht sind wir ja schon halb durch. Klang das etwa hoffnungsvoll? Ich hoffe nicht. Ja, da bitte speichern. Ja, einverstanden. Ich weiß, spannende Folge bisher. Okay, jetzt sind wir im vorderen Teil des Schiffes und es scheint noch ein bisschen größer zu sein. Ich hoffe, wir werden nicht auch noch die Triebwerke hinten erkunden müssen. Ein Überlebende? Alles in Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ist das... Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Ja, es ist makaber. Und wie werfe ich es dann? Alter! Übertreiben die nicht ein bisschen mit den Maden, die da aus dem Typen rausfallen? Ich meine, guckt euch das mal an. Heftig. Hör mit diesen ekelhaften Verhalten auf. Und die Ärmste. Und wieso lebte die überhaupt noch? What? Was sind das denn? Sind das nur Arme von irgendeinem Vieh oder sind das irgendwelche komischen Blutsauger? Will ich das überhaupt wissen? Das sieht aus wie Fleischsäcke. Tja. Na gut, ich würde sagen, wir gehen weiter. Ich wüsste nur echt gerne noch, wie wir die Dinger, wie man das... Wir haben leider keine Energie mehr zum Anheben. Ah. Linke Maustaste, also... Musst du die arme Frau jetzt auch noch treten? Schemata auf dem Shop, ich bin hinzuzufügen. Alles klar, also Blaupausen so ungefähr. Flammenwerfer. Das ist ja schön. Was zur Hölle sind das für Dinger? Die sehen einfach so nichtssagend aus. Wo sind das irgendwelche verbrannten Körper? Isaac, sind Sie noch da? Wir wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Naja, zwecklos würde ich jetzt nicht sagen. Immerhin können wir überhaupt noch miteinander reden, ne? Toll. Also ist Kendra jetzt die, die am Anfang mit uns geredet hat die ganze Zeit und die bei ihm war? Das finde ich jetzt nicht so toll, aber ich meine, ist er überhaupt sicher, dass die tot ist? Ich meine, er hat ja nur gesagt, dass sie jetzt nicht mehr da war, oder? 3000 Credits liegen hier einfach mal eben so rum. Ja, das ist schön. Plasma-Energie. Alter, was sind denn diese Fleisch? Ich bin ja auch blöd. Das sind Leichensäcke. Ich sehe erst jetzt, dass da so eine Naht drauf ist. Hero Jelly. Die Heldenqualle. Das könnte eine Anspielung auf mich sein. Ja. Schlaff wie sonst was. Und ein Held. Heruntergeladenes Schema, Flammenwerfer. Der kostet einfach mal 11.000. Ist mir aber gerade relativ Wurst, weil wir haben sowieso kaum Geld. Gut, da wollen wir durch. Dafür müssen wir da und dahin. Das ist eigentlich nicht sonderlich schwer. Impulsprojektile? Ach so, für unsere andere Waffe, ne? Das ist ja ein Impulsgewehr, wenn ich mich recht erinnere. Die Lebenserhaltung. Hier sind ein paar blutige Handabdrücke.
Was ist das? Plasma-Energie? Ja, das ist ja wunderbar, schön prächtig und so weiter. So, ja, speichern wie immer. Meine Güte, ich verfall da unten in irgendeinen komischen Akzent, wenn ich gerade nicht mehr weiß, was ich reden soll. Aber hey. Was? Du weißt eigentlich immer nicht, was du reden sollst? Gut zu wissen, dankeschön. Wenn die mir das jetzt schon sagen, kommt wahrscheinlich gleich wieder ein Kampf. Den probieren wir dann einfach gleich mal aus. Alter. Erschreck mich doch nicht so. Ach so, das ist schon der alternative Feuermodus. Ich verstehe. Ach so. Das ist natürlich praktisch, dass man das umschalten kann, so hoch und runter. Was ist beim anderen? Hä? Ist das so rundum, oder? Scheint so. Es scheint auch nur einen einzigen Schuss zu verbrauchen, was irgendwie anders ist als beim anderen Feuermodus. Wir bleiben aber erstmal bei der Pistole. Naja, bei ja. Ich nehme mich irgendwie eher so ein bisschen an diese Wookie-Armbrust aus Star Wars. Ah, okay, haben eh keine Wahl, ne? Hallo? Jemand zu Hause? Wieso muss sowas eigentlich immer am Ende von irgendeiner Halle liegen? Kann es nicht einfach direkt hinter der Tür liegen? Wir müssen diese Halle gar nicht erst betreten. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Na, Schnucki? Alles gut so bei euch? Böse. Puh. Ich fürchte, wir müssen uns mal wieder beeilen. Indem man das so dreht, kann man auch sehr gut die einzelnen Körperteile besser treffen. Huh, was mache ich denn mit? Hä? Auf Steuerung ist das also auch. Okay, ich habe mich gerade gewundert. Ach, lasst euch davon nicht stören. Das sind nur die Nachbarn. Das ist ein Aufzug. Okay. Will ich da überhaupt runter? Bleibt mir überhaupt eine andere Wahl? Naja, ich könnte von hier oben weiter runter snipen, aber ich glaube, das ist nicht so ganz der Sinn der Sache. Na denn, auf geht's. Bestimmt kommen jetzt nicht sofort Gegner, das wäre ja dämlich. Hm. Oh, warte mal. Das nehme ich gern mit. Tut mir leid, aber es war zu erwarten, dass hinter mir auch einer kommt. Ach da. Autsch. Gib ihm richtig! Oh oh, keine Muni mehr drin. Aua. Ach, das heißt, wir haben alle umgebracht, ja? Heißt das, wir sind hier echt safe jetzt? Das wäre erstaunlich. Und ich fände es cool. Hm. Das Blöde ist, dass wir uns da nicht sicher sein können. Aber ich schätze mal, es ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir gewarnt werden, wenn neue kommen. Könntest du dir auch mal ein bisschen genauer angucken. Ich meine, es sind... Sieht eigentlich fast nur aus wie gehäutete, etwas entzündungsbehaftete Menschen.
Nee, es sind wir, die atmen, oder? Das sind gar nicht die Viecher. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da hinten rein. Okay, dann gucken wir jetzt mal hier rein, ne? Rein theoretisch dürfte hier eigentlich nicht sein. Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich. Und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Ja, genau das beunruhigt mich. Können wir dieses Regal hier wegschieben? Weil ich sehe keine andere, ich sehe eigentlich keine Möglichkeit, da in diesen Raum dahinter zu kommen. Sehr seltsam. Tja. Gut, dann nicht. Wo gibt's hier einen Schalter hinterm Schreibtisch oder so? Oder eine Luke im Boden? Ja, ist ja gut, ich gebe ja schon auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal ein bisschen weiter um. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal in 2 Tagen zurück bei Dead Space. Bis dann. Tschüss.